Es war leicht herauszufinden, wo gerade deutsche Golfpros spielen. Denn wie bei Maxi Kiefer und Nick Bachem sammelten sich die Zuschauer um ihre Lieblinge. Die Spieler ließen sich von der Freude tragen und anspornen. Einem Lindwurm gleich zogen die Golffans mit den Deutschen von Bahn zu Bahn. War es uns vorher eigentlich schon klar, dass wahrscheinlich viele Leute bei uns mitlaufen werden. Aber dann heute, der Support war super draußen, es hat richtig Spaß gemacht. Richtig faires Publikum, die alle irgendwie Bock hatten, Golf zu gucken und gute Golfschläge zu sehen. So war es natürlich auch sehr cool, mit Nick hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten auch eine coole Stimmung im Flight und das Publikum war super, hat viel Spaß gemacht, vor denen zu spielen. Zum Glück konnten wir denen auch einige Highlight-Schläge zeigen heute und ich freue mich auf die nächsten Tage. Vor allem am Vormittag hatten die Profis außer mit den Herausforderungen des Platzes auch mit der Sonne zu kämpfen. Temperaturen von über 30 Grad erzeugten aufgeheizte Grüns. Ich glaube schon, also es ist auf jeden Fall wahnsinnig anstrengend. Nach der Runde trainiert man nicht mehr lange. Und ist eigentlich immer ganz froh, wenn man dann irgendwie in den klimatisierten Bereich irgendwo reinkommt und ein bisschen frische Luft bekommt. Ich glaube, dass wir Glück hatten mit dem Wetter heute. Sportlich lief es top. Lokalmatador Thomas Rosenmüller vom GC München Eichenried spielte eine gute Runde mit 5 Schlägen unter der Platzvorgabe. Es waren ein paar Parts heute dabei, die ich auf jeden Fall besser lesen konnte als die anderen, weil ich schon wusste, was sie gemacht haben. Deswegen... Ich würde schon sagen, dass es einen Heimvorteil gibt, aber gleichzeitig auch ist es auch immer wieder der Druck von, ja, du bist hier groß geworden, muss ja leicht für dich sein, daheim zu spielen. In einem Flight zusammen absolvierten Maxi Kiefer und Nick Bachem den ersten Tag. Nick Bachem gelang eine solide 2 und Maximilian Kiefer beendete die Runde gar mit minus 5. Ja, also auf jeden Fall ein sehr guter Start, hätte ich auf jeden Fall unterschrieben heute Morgen. Der Grund fürs Lächeln ist, glaube ich, weil ich zwischendurch sehr, sehr gekämpft habe und 3 Bogies gemacht habe auf 4 Loch und bin natürlich sehr happy oder auch sehr relativ stolz, dass ich mich dann zurückgekämpft habe, weil das ist das Wichtigste, dass man auf schlechte Löcher gut antwortet, wenn ich so einen Start habe wie heute Morgen. Ich würde eher sagen, dass es eine ganz gut geduldige Runde war, dass ich drin geblieben bin und mich nicht zu gierig geworden bin, die vielen Birdies zu machen, weil ich auf jeden Fall ein paar Chancen ausgelassen habe. Aber ja, war ein ordentlicher Start und jetzt kann es weitergehen. Gleich 3 deutsche Golfpros stehen unter den besten 10. Ein vielversprechender Auftakt bei dem BMW International Open.